Pudendusneuralgie für Männer. Es stellen sich immer wieder Patienten vor mit der Diagnose Pudendusneuralgie. Sie klagen über Schmerzen und Missempfindungen im urogenitalen Bereich und in der Analregion. Manchmal werden die Beschwerden als einseitig oder stärker einseitig beschrieben, manchmal auch beidseitig. Daher will ich anhand eines 3D-Modells, welches die Praxis Bruckmann erstellt hat, Vorlage ist eben dieses empfehlenswerte Beckenmodell von 3B Scientific, ein paar Dinge näher erläutern. Die Pudendusneuralgie für Männer. Als unterster Ast des Plexus sacralis, das ist hier dieses Gelbe, entsteht dieser Nervus pudendus aus einem eigenen kleinen Geflecht, Steiß- und Kreuzbeins S1 und S4, vielleicht gar nicht so wichtig, und wird daher gelegentlich auch als Plexus pudendus bezeichnet. Das hier unten, da kommt er da und wandert hier durch. Der Pudendusnerv verläuft am unteren Rand des Piriformismuskels. Hier sehen wir so ein bisschen. Der Nerv kreuzt dann die Spina ischiatica und tritt durch das Foramen ischiaticum minor, so eine kleine Lücke, wieder ins Becken hinein. Beim Mann wird damit auch der Corpus cavernosus penis versorgt. Da sehen wir so ein bisschen diese Übergänge. Er versorgt zudem den Sphincter anus externus und die Haut des Scrotums. Also, wir haben hier einen Muskel, der wird versorgt, und hier das Scrotum. Man kann das so ein bisschen ahnen, weil hier läuft ja auch was Nervliches da hoch. Das löst dann zum Beispiel beim Sitzen Schmerzen aus, die beim Sitzen zunehmen, brennen, ein Fremdkörpergefühl hier, sogar im Rektum, Taubheit am Damm. Und im Genital. Das haben Sie vielleicht schon bei langen Radtouren in schlecht angepassten Sätteln erlebt. Und was eventuell auch passieren kann, sind Blasen- und Mastdarmentleerungsstörungen. Wichtig ist eine ärztliche Diagnostik, weil es könnten Ursachen dafür sein, Beckenfrakturen, Tumore, auch die Radiotherapie selber. Und solche Ursachen werden in der Regel dann bei unseren Patienten vor ihrem Besuch ausgeschlossen. Dafür gibt es eben hervorragende ärztliche Diagnostik. Auch können tiefe Hämatome durch Injektionen oder Schädigung des Nerves durch Herpes Zoster und Dammverletzungen zu diesen Problemen führen. Diese Faktoren machen natürlich auch mechanische Druck- und Zugbelastung, also Kompressionen oder eine Überdehnung des Nerves, und lösen damit die Beschwerden aus. Aber es sind eben nicht nur diese Ursachen, sondern das kann auch muskulär und faszial ausgelöst werden. Denn Kompressionssyndrome kennen wir ja schon von anderen Muskeln, zum Beispiel durch eine Kompression des Ischiasnervs durch den Piriformis. Und diese Verspannungen im Piriformis können neben den chronisch außen rotierten Beinen auch durch Sport, zum Beispiel durch schnelle Richtungswechsel beim Tennis, Handball und anderen Ballspielen entstehen. Selbst lange Meditationen oder ständiges Sitzen im Schneidersitz können Verspannungen im Piriformis auslösen. Aber auch dem Obturatorius internus. Und der ist jetzt wieder ein bisschen näher auch nochmal zusätzlich an unserem Pudendus. So, diese Gegend hier. Außerdem kann langes Sitzen Triggerpunkte im Piriformis aktivieren. Und der Muskel Coccygeus, Musculus Coccygeus, ich drehe es mal so, dass Sie den besser sehen können, das ist hier so am Außen entlang. Gehen wir da mal hin.